Hallo und willkommen zu einem weiteren Videotutorial zum Chemieunterricht. Heute Jahrgangsstufe 10 am Gymnasium EF oder Einführungsphase genannt. Thema ist die Bestimmung von Oxidationszahlen mithilfe der Summenformel. Auch für dieses Tutorial solltet ihr gewisse Vorkenntnisse mitbringen. Logischerweise einerseits Atombau, das brauchen wir ja quasi für alles, was wir in der Oberstufe machen. Allerdings solltet ihr auch schon den Begriff Elektronegativität kennen, was zur Summenformelschreibweise wissen, denn das ist die Voraussetzung für die Ermittlung von Oxidationszahlen, wenn man es halt nicht nur über die Strukturformel machen will. Und natürlich Grundkenntnisse zum Aufbau von Molekülen. Wir starten mal mit einem ganz einfachen Beispiel, nämlich Wasser. Ja, wenn man Wasser hat und dort für das Wassermolekül die Oxidationsstufen ermitteln möchte, ist der erste Schritt ja in der klassischen Herangehensweise, dass man das Wassermolekül einfach mal in seiner Strukturformel angibt. Der nächste Schritt ist, dass man mithilfe der Elektronegativitätswerte die Oxidationszahlen bestimmt. Elektronegativitätswerte finden sich im Periodensystem. Hier fürs Sauerstoffatom ist das die 3,5 und für beide Wasserstoffatome ist das die 2,1, wobei ich die 2,1 jetzt mal nur an das rechte Wasserstoffatom geschrieben habe, damit es übersichtlicher bleibt. Aus diesen Elektronegativitätswerten können wir dann die Differenz der Elektronegativität bestimmen. Die beträgt in diesem Fall für diese Bindung ebenso wie für diese Bindung jeweils 1,4. Das heißt, die Elektronen, ja, die sich hier in der Elektronenpaarbindung sozusagen zwischen dem Sauerstoff- und dem Wasserstoffatom befinden, die werden näher zum Sauerstoffatom gezogen, denn Elektronegativität bedeutet, wir erinnern uns, dass die Fähigkeit, ja, dass die Fähigkeit eines Atoms, Elektronenpaare, die gebunden sind, hier zu sich zu ziehen bedeutet. Und das zeichnen wir mal ein. Also eine Möglichkeit ist zu sagen, ich mache hier so ein paar Punkte und deute damit an, dass diese Elektronen mehr zum Sauerstoffatom jeweils hingezogen werden. Wenn man Oxidationszahlen ermittelt, geht man jetzt im nächsten Schritt davon aus, dass diese Elektronen, also die sich hier in der Elektronenpaarbindung und auch hier in der Elektronenpaarbindung befinden, nicht nur näher zum Sauerstoffatom verschoben sind, sondern dass sie ihm ganz zugeordnet sind. Im nächsten Schritt dann wird verglichen, wie viele Elektronen dieses Sauerstoffatom dann hätte, wenn dies der Fall wäre, also wenn diese Elektronenpaare komplett dem Sauerstoffatom zugesprochen würden und wie das dann entsprechend auch bei den Wasserstoffatomen aussieht. Um den sogenannten Grundzustand jetzt mit diesem hypothetisch herbeigeführten Zustand zu vergleichen, müssen wir einmal schauen, wie viele Elektronen hat denn ein Sauerstoffatom im Grundzustand und wie viele Elektronen hat ein Wasserstoffatom im Grundzustand. Da hilft uns das gute alte Periodensystem. Sauerstoff als Element der sechsten Hauptgruppe hat entsprechend 6 Elektronen in der Außenhülle. Wasserstoffatome als Element der ersten Hauptgruppe haben 1 Elektron in der Außenhülle. Das Ganze schreiben wir dann nochmal auf. Also wie gehabt für das Sauerstoffatom betrachten wir ja jetzt, dass dieses und dieses Elektronenpaar ihm zugeordnet werden. Das heißt, das Sauerstoffatom hat 8 Elektronen gegenüber 6 Elektronen, die es im Grundzustand hätte und dementsprechend einen Elektronenüberschuss von 2. Diese 2 Elektronen tragen halt eine negative Ladung, weshalb man insgesamt dann zur Oxidationszahl minus 2 gelangt. Macht man das gleiche für die Wasserstoffatome, so ist es, dass man ja gesagt hat, dieses Elektronenpaar wird dem Wasserstoffatom jeweils nicht zugesprochen. Das heißt, wir haben 0 Elektronen, die nach der Aufteilung der Elektronenpaare übrig bleiben, im Vergleich zu einem Elektron im Grundzustand. Und weil eine negative Ladung durch ein Elektron fehlt, ist es so, dass die Oxidationsstufe dann plus 1 jeweils ist.
Wenn man das Ganze dann aufschreibt, ist es so, man hat die Summenformel H2O und schreibt jeweils über die Atome die entsprechende Oxidationszahl, über das H, was ja als Elementsymbol für Wasserstoff steht, dann entsprechend die plus 1 und über das O, was entsprechend als Symbol für Sauerstoff steht, die minus 2. Das war jetzt die Möglichkeit, das Ganze mithilfe der Strukturformel zu ermitteln. Man kann das allerdings auch mithilfe der Summenformel ermitteln. Und wie das geht, das gucken wir uns jetzt einmal am Beispiel des Wassermoleküls an. Wir starten erneut damit, dass wir uns zunächst die Elektronegativitäten mithilfe des Periodensystems raussuchen. Wie gehabt ist das für Wasserstoff die 2,1 und für Sauerstoff die 3,5. Statt jetzt direkt die Strukturformel aufzuschreiben, tätigen wir jetzt ein paar Überlegungen mithilfe des Periodensystems. Dabei behalten wir im Hinterkopf, dass aufgrund der höheren Elektronegativität die Sauerstoffatome entsprechend Elektronen zugesprochen bekommen werden, während die Wasserstoffatome diejenigen sind, denen Elektronen abgesprochen werden. Wenn wir jetzt überlegen, wie viele Elektronen denn jeweils zu und abgesprochen werden, können wir uns mit Hilfe des Periodensystems wieder helfen. Wasserstoff ist ein Element der ersten Hauptgruppe. Das bedeutet, seine Atome können maximal ein Elektron abgesprochen bekommen. Denn mehr Elektronen haben die ja gar nicht. Sauerstoffatome auf der anderen Seite sind Elemente der sechsten Hauptgruppe. Das heißt, wenn Sauerstoffatome zwei Elektronen aufnehmen, sind sie entsprechend der Oktettregel voll ausgelastet, haben 8 Außenelektronen und dementsprechend kommt es dann zur Oxidationsstufe von maximal minus 2. Schreiben wir das mal hin. Also für Wasserstoff ergibt sich dann entsprechend hier die Oxidationsstufe plus 1, weil wir jeweils von jedem Wasserstoffatom maximal ein Elektron abgeben können, im Sinne der Oxidationszahlenbildung dementsprechend hier die plus 1. Anhand der Summenformel, ja, also H2O, also diese 2, verdeutlicht uns, dass wir ja in einem Molekül zwei Wasserstoffatome haben. Das heißt, wenn wir jetzt für das gesamte Molekül schauen, wie die Gesamtladung ist, multiplizieren wir diese plus 1, also die Oxidationszahl eines jeden Wasserstoffatoms in der Verbindung mit der Anzahl des Atoms in der Verbindung und kommen so auf plus 2. Anhand der Summenformel erkennen wir, dass hier oben neben dem O nichts hochgestellt steht. Das heißt, wir haben insgesamt eine elektrisch neutral geladene Verbindung, Ladung also plus minus 0. Und das bedeutet jetzt, dass wenn wir eine nach außen hin ungeladene Verbindung haben, dann werden alle positiven Ladungen an dieser Stelle auch ausgeglichen. Das erfolgt so, dass durch ein Sauerstoffatom entsprechend die Oxidationsstufe minus 2 eingebracht wird. Diese minus 2 multipliziert mit der 1, die wir uns ja hier denken, weil entsprechend ein Sauerstoffatom pro Einheit vorkommt, führt dann dazu, dass wir gesamt eine weitere Ladung für das Molekül von minus 2 einbringen. Plus 2 verrechnet mit minus 2 ergibt dann entsprechend plus minus 0. Für das Wassermolekül ist das dementsprechend relativ einfach gewesen, weil wir ja die Ermittlung von Oxidationszahlen für das Wassermolekül auch schon kannten. Ich mache jetzt noch zwei weitere Beispiele und starte damit mit Kaliumpermanganat. Kaliumpermanganat ist eine Verbindung, die etwas komplexer ist als Wasser und auch dort starten wir gleich wieder mit demselben Verfahren. Als erstes starten wir auch hier mit der Ermittlung der Elektronegativitätswerte. Das ist für Sauerstoff immer noch die 3,5, für Kalium die 0,8 und für Mangan die 1,5. Ebenso stellen wir fest, dass es sich hier um eine nach außen hin ungeladene Verbindung handelt. Dementsprechend können wir schließen, dass die
Summe aller Oxidationszahlen unter Berücksichtigung des Anzahlverhältnisses wieder plus minus 0 ergeben muss. Dementsprechend können wir auch schon mal hier unten die plus minus 0 anmerken. Wie auch schon zuvor ist es so, dass das Sauerstoffatom dasjenige ist, dem die Elektronen zugesprochen werden. Wir haben 4 Sauerstoffatome in dieser Verbindung, jeweils die Oxidationsstufe minus 2. 4 mal minus 2 ergibt entsprechend minus 8, die in die Gesamtladungsbilanz der Oxidationszahlen für die Verbindung eingebracht werden. Als nächstes schauen wir uns dann an, wie das mit dem Kalium ist. Dafür schauen wir wieder ins Periodensystem und finden Kalium dort als Element der ersten Hauptgruppe. Entsprechend ist es bei Kalium wie bei Wasserstoff, nämlich die Oxidationsstufe kann plus 1 maximal betragen. Kalium hat die geringste Elektronegativität, dementsprechend werden den Atomen Elektronen abgesprochen. Eine Oxidationsstufe von plus 1 ist das Resultat. Multipliziert mit der Anzahl in der Verbindung, nämlich der 1, ergibt das für die Gesamtladungsbilanz plus 1. Auch für Mangan schauen wir dann ins Periodensystem und stellen fest, Mangan ist ein Element der Übergangsmetalle. Bei den Übergangsmetallen ist es so, dass es nicht immer eindeutige Zuordnungen hier gibt. Gerade Mangan ist ein Element, das dafür sehr bekannt ist, viele verschiedene Oxidationsstufen einnehmen zu können. Dementsprechend können wir hier nicht alleine mit Hilfe des Periodensystems die Oxidationszahl von Mangan erarbeiten. Stattdessen machen wir uns die Überlegung zunutze, dass die Gesamtladung in Anbetracht der Anzahlverhältnisse plus minus 0 ergeben muss. Das heißt, die Oxidationsstufe von Mangan multipliziert mit der Anzahl der Manganatome in der Verbindung muss letzten Endes einen Wert x ergeben, der verrechnet mit 1 und minus 8 0 ergibt. Dementsprechend, wenn man das auflöst, ergibt sich für Mangan die Oxidationsstufe plus 7, denn wenn ich das entsprechend einsetze, erhalte ich 0 als Gesamtladung für die Verbindung. Dementsprechend ist es für Kaliumpermanganat jetzt möglich gewesen, die Oxidationszahlen auf eine andere Art und Weise herzuleiten. Ich mache jetzt noch ein Beispiel zum Sulfatanion. Das ist etwas anders als beim Kaliumpermanganat, aber auch nochmal eine Verdeutlichung für dasselbe Prinzip. Das Sulfatanion hat die Summenformel SO42-. Und auch dort starten wir zunächst mit der Frage, was ist denn die Ladung des Teilchens nach außen? Beim Anion hier haben wir die Situation, dass es nicht plus minus 0 ist, sondern die minus 2. Dementsprechend kann ich die auch schon mal hier unten für die Summe der Gesamtladungen vermerken. Der nächste Schritt ist erneut die Ermittlung der Elektronegativität. Sauerstoff ist da immer noch mit 3,5 dabei, für Schwefel ist es 2,5. Entsprechend wissen wir, den Sauerstoffatomen werden die Elektronen zugesprochen, den Schwefelatomen abgesprochen. Wie auch zuvor kommen wir dann für Sauerstoff auf die Oxidationszahl minus 2. In Anbetracht der Tatsache, dass Sauerstoffatome in dieser Verbindung im vierfachen Verhältnis zu den Schwefelatomen vorkommen, kommen wir auf eine Gesamtladungszahl von minus 8 in dieser Verbindung. Entsprechend können wir jetzt wieder über die Verhältnisse und die Frage, was ist denn der Beitrag zur Gesamtladung, herausarbeiten, was denn die Oxidationszahl für das Schwefelatom ist. Und wenn wir diese Gleichung entsprechend aufstellen, kommen wir darauf, dass die Gleichung erfüllt ist, dafür, dass wir eine 6 einsetzen, also die 6 hier als Gesamtladungsbeitrag, denn 6 minus 8 ergibt minus 2. Dementsprechend, weil wir die Schwefelatome hier im Verhältnis 1 zu 4 haben, ergibt sich für Schwefel die Oxidationsstufe plus 6. Da schreibe ich dann
entsprechend wieder in der Summenformel über die jeweiligen Atome. Das war dann soweit das Tutorial zur Ermittlung von Oxidationszahlen mithilfe der Summenformel. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Versucht es auch mal mit anderen Verbindungen auszuprobieren. Vielleicht schreibt ihr ja noch in die Comments, was euch geholfen oder eben auch nicht geholfen hat.